Ja, nun sitzen wir hier und werden zu den einzelnen Songs auf unserem neuen Kontrastalbum unaufhaltsam ein paar Entstehungsgeschichten beitragen. Mhm. Das erste Stück, um das es geht, ist Jon Scheer und Genossen. Das wird nämlich auch die erste Single auskommen. Genau, sieht man schon so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Ein sehr, sehr schönes Cover-Design, das so ein bisschen das Wesen dieses Gedichts unterstreicht. Denn es handelt sich bei Jon Scheer und Genossen tatsächlich um ein historisches Gedicht von einem Herrn namens Erich Weinert. Denn Jon Scheer war tatsächlich eine historische Figur. Ein Kommunist, der in den 20er und 30er Jahren gelebt hat und der dann eben von den Nationalsozialisten erschossen worden ist. Und davon handelt dieses traurige Gedicht. Genau, es ist nach John Maynard das zweite Gedicht, was wir vertonen. John Scheer und Genossen, also wir hatten im damaligen DDR wirklich viele Gedichte, die wir auswendig lernen mussten. Und letztendlich sind zwei bei mir im Kopf hängen geblieben. Das war John Maynard und das zweite ist John Scheer. Worum kann ich im Nachhinein gar nicht sagen. Wahrscheinlich war es halt diese Geschichte drumherum. Bei John Maynard ist es ja John Maynard ist ja derjenige, der die armen Leute rettet und den Heldentod stirbt. Im Prinzip sterben ja beide den Heldentod, ne? Genau. Auf jeden Fall für ihre kommunistische Überzeugung sterben ja auch Jon Scheer und seine Genossen. Genau, ja. Und ich fand das Coole eigentlich an diesem Gedicht auch, dass es dann praktisch so eine Art Happy End gibt, obwohl er ja eigentlich tot ist, aber dass der böse General, der den Mord befahl, letztendlich dann auch das Zeitliche segnen muss, sozusagen. Sicherlich eine Herausforderung wieder, wenn wir das live umsetzen wollen, weil das bedeutet ja, dass Roberto auch hier wieder ein Gedicht auswendig lernen muss. Ja, aber mittlerweile kann ich's und ich fand es etwas weniger komplex als John Maynard, weil hier der Sprachrhythmus ja, doch stimmt. Ein freundlicherer ist. Auf jeden Fall haben wir daraus wieder eine sehr tanzbare Nummer gemacht. Das ist auch der Grund, warum es die erste Single wird. Mhm. Auf der Single wird es dann auch noch einen Club-Remix von unseren Freunden von Massiv in Mensch geben. Sowie dann auch noch einen exklusiven Tanzmix von einem weiteren Song des Albums, der Masterplan, über den wir dann später noch reden. Mhm. Und ja auch noch eine Live-Version unseres Klassikers Elektronische Körpermusik. Im Original ja aus dem Jahr 1996, glaube ich. Genau. Und aufgenommen, meine ich, jetzt irgendwo in Hannover? Ja, in der Subkultur. Genau. Und da werden wir ja am 21.06. auch unser Release-Konzert für das Album Unaufhaltsam geben. Also, schaut schon mal bei allen Online-Portalen nach Jon Scheer und Genossen. Vom Kolbenschlag, er springt aus dem Bett. Was wollt ihr von?